Herzlich willkommen zum heutigen ersten Media Briefing vor dem Bundesliga-Auftakt der DBK Bundesliga. Wir spielen übermorgen am Samstag um 19 Uhr beim Aufsteiger in Altach gegen den Cashpoint SCA Altach. Wir begrüßen darf ich heute Cheftrainer Darko Milanic, Neuzugang Josip Tadic und Marko Djuricin. Darko, ich darf dich gleich wieder bitten, heute zuerst zum Neuzugang etwas zu sagen. Was für einen Eindruck hat er heute schon gemacht im ersten Training? Was konntest du schon austauschen mit ihm? Nach einem Training oder zwei Trainings ist schwer was zu sagen, aber wir haben ihm geholt, wegen das hilft er uns, hat genug Erfahrung, Qualität. Wir können nicht nur mit Marko Djuricin ganze Matches spielen, das bedeutet, das brauchen wir eine ähnliche Spitze wie es Marko oder eine Spitze, der kann uns in schweren Momenten auch helfen, das ist klar. Wird Josip für Samstag schon ein Thema sein? Frage ist nur, kriegt er Freigabe oder dann sind alle Papiere okay, dann ist er im Bus mit uns. Zu den Personalien? Martin Ehrenreich arbeitet noch am Comeback, ebenfalls Pfingstner, Dankeschön. Sonst irgendwelche auffälligen? Ja, wir haben kleine Probleme. Okay, Florian Kainz hat diese Woche wieder mitgemacht. Es ist okay. Das bedeutet, er ist ganz normal im Kader. Gestern hat sich Todorowski verletzt, hat heute nicht trainiert, das muss man schauen, das bedeutet, weiß ich noch nicht, oder ist er dann am Samstag auch bereit. Heute beim Training hat sich Plique verletzt, schauen wir mal, das weiß ich auch nicht, oder ist er bereit für Samstag. Alle anderen sind gesund, das bedeutet, es sind zwei oder drei Fragen, Plique, Todorowski und Tadic. Es geht am Samstag weit in den Westen, es wartet der Aufsteiger, Altach. Die Altacher haben damals noch, als sie noch in der höchsten Liga gespielt haben, keinen einzigen Sieg in der ersten Runde geschafft. Die Serie könnte man fortsetzen, oder? Ja klar, unser Ziel ist, dass punkten wir dort. Es ist klar, wir wissen, dass das haben wir ein Spiel, wo hat Heimmannschaft sicher Energie von diesem erste Spiel nach langer Zeit in Bundesliga. Aber wir haben, denke ich, gut trainiert und unser Ziel ist ganz klar, dass wir spielen gut und dass wir punkten dort. Ich bitte mal eine Frage an den Trainer. Das ist okay. Das haben wir gewonnen. Das war auch viel Gutes zu sehen dort. Aber wegen Problemen, was haben wir? Oder auch wegen neuen Spieler. Wir haben auch diese Woche neue Spieler da. Habe ich jetzt mehr Varianten. Das bedeutet, es ist nicht sicher, dass das spielt Mannschaft, die hat begonnen in Tirol. Weitere Fragen? Was wird es in der Nummer 1-Diskussion? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Gibt es eine gesetzte Nummer 1, die Saison geben wird? Oder wie sieht da die Situation aus? Wir haben zwei gute Torleute und die müssen kämpfen, gute Form zeigen. Und der zeigt gute Form, ist im Tor. Aber es ist nicht so, das sage ich jetzt. Jetzt ist Plique, erster Tormann. Für zwei, drei Spiele, 5 oder 10 Spiele, nein. Ich will nur Leistung sehen und dann immer wieder Entscheidung treffen, kurz vor dem Spiel. Wenn es keine Fragen an den Trainer mehr gibt, dann switchen wir ins Englische. Josip, welcome to Graz. How was the first practice? Thank you very much. It was good. It was nice to meet the team. When I finally come here,
So this is it was my first training and it will go well. What are your games with Sturm Graz, with Darko Milanic, and your own goals in Graz? Well, like every player, I come here with big goals to play, to help the team much as I can, and to score much as I can goals. So, what have you heard about Sturm Graz? What do you know about the team, the club? About a club, I heard a lot of things because some of my players also play here, and they tell me all the best about the club, about fans, about organization. So it was easy decision for me to come here. Ich bitte um eure Fragen auf Englisch. Is it a step forward for you to move to Graz? Of course, I see like a step forward for my career. And what about your shape? You're feeling good in shape? I feel good. Last weeks? I feel good because I make preparation with my ex-club, Rijeka, and I play 5 friendly games, so I feel fit. If you compare the Croatian league to the Austrian league, what do you know, what can you tell us? Let me play first, then I'll tell you, because I don't know, I never play an Austrian league. I play against some Austria club with my ex-team, and Austria play very, very well. I know they play fast, they're quick, so we will see. So you are ready for the match on Saturday? Yeah, I'm ready to play because I'm fit, so we will see about paper if it will be done or not. You've already had some stations in your career. What are your expectations now in Graz? Can you think about staying longer here Yes, I hope I will stay longer here. And of course, I want to play. I want to enjoy the football. So if it will be this situation, I will probably play how long I can. Keine mehr gibt, dann tauschen wir bitte. Please change the seats. Marco, letzte Woche eigentlich ein Traumstart in die Saison. Ist dir gelungen? Jetzt wartet das erste Meisterschaftsspiel. Was sind deine Erwartungen in die Bundesliga-Saison? Ja, auf jeden Fall machen wir uns, glaube ich, jetzt immer kleine Ziele, dass wir jetzt mal gegen Alltag gewinnen wollen. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Es war gut, dass wir im Cup weitergekommen sind, auch natürlich für mich, dass ich drei Tore gemacht habe, aber Schwarz war jetzt, glaube ich, kein Prüfstein. Also das war jetzt nicht so ein starker Gegner, aber ja, jetzt konzentrieren wir uns auf Alltag. Das ist letztes Jahr mal gesehen, ist auch ein Aufsteiger zu uns gekommen und haben wir gleich verloren. Das wollen wir diesmal nicht so machen und wollen auf jeden Fall 3 Punkte holen und sie überraschen und werden wir sehen, was dann rauskommt. Was wird das Mittel sein, damit du ähnlich oft vor dem Tor auftauchst und den Ball auch einnetzen kannst? Ja, ich muss auf jeden Fall viele Laufwege machen, oft in die Tiefe gehen, das ist wichtig. Das ist auch meine Spezialität, dass ich oft in die Tiefe gehe und die Pässe bekomme. Jetzt haben wir super Spieler mit Florian Kainz und Marco Stankovic oder Offenbacher, Biesinger, die können die Bälle super spielen. Hacic auch und ja, auf das muss ich lauern und dann vom Tor die Tore reinmachen und hoffentlich mehr als letztes Jahr. Jetzt hat der Trainer sicher etwas über den Gegner auch gesagt, über Alltag, sind vorne gefährlich mit dem Eigner. Was kannst du zu ihnen sagen? Ja, der Trainer hat uns auch heute gezeigt, ein Video und wie sie spielen. Also ja, sie stellen sich ein bisschen weiter zurück und wir wollen aber vielleicht vorne drauf gehen und schauen, dass wir viel Druck machen können und dann ihre Fehler ausnutzen, weil ich denke nicht, dass sie jetzt gleich so stabil stehen werden, aber sie sind auf jeden Fall gefährlich in die Konter und Eigner hat ja schon gezeigt, was er kann. Bitte mal eure Fragen an den Marco Djuricin. Wie fit bist du im Vergleich zum Vorjahr? Voriges Jahr, die Saisonstart hat eine Verletzung gewesen. Wenn du dich wieder zurückkämpfen müssen, wenn du dich jetzt vergleichst, ein Jahr bei der Mannschaft, noch mehr reingewachsen? Ja, damals war ich ein halbes Jahr weg, hatte ich einen Kreuzbandriss, das war... Man sagt meistens, denke ich, solange man verletzt ist, solange braucht man wieder, bis man fit ist. Das habe ich jetzt, jetzt war ich zum Glück immer fit, konnte die Vorbereitung mitmachen und ich fühle mich gut. Und natürlich kann man immer noch fitter sein, sage ich mal, aber ja, ich denke, das kommt in die Spiele auch. Und ja, ich will Gas geben und dann werden wir sehen. Danke.
was die Saison rauskommt. Bist du vorne, welche Rolle spielst du am liebsten? Josip, wäre das ein guter Partner für dich? Hat man da schon irgendwie im Training was erkennen können? Die Zeit wahrscheinlich zu kurz gewesen? Ja, das war jetzt zu kurz, das kann man nicht sagen, aber für mich ist das jetzt egal, ob wir mit einer Spitze spielen oder mit zwei. Ich habe im Ausland jahrelang nur mit einer Spitze gespielt, deswegen kenne ich es, ist für mich auch leicht, aber ich habe dieses Jahr mit zwei Spitzen gespielt, mit dem Beichler oder mit dem Peric, und ich denke, das hat auch gut funktioniert. Manchmal haben wir aber, hat man gesehen in der Saison, ich oder der andere Stürmer dann ein paar Fehler gemacht und dann war die Lücke immer zu weit offen. Das dürfen wir dieses Jahr nicht mehr machen und das wollen wir einfach, egal mit einer oder mit zwei Spitzen, einfach besser machen. Weitere Fragen? Marco? Bitte gerne. Der Einsatz von Piesinger, ist der schon Thema jetzt im Alltag? Ja. Er hat ganz normal mit Tirol gespielt, trainiert, er ist fit, bereit. Ist klar, das ist kurze Zeit mit uns, das bedeutet, dass sicher, das kommt er in optimale Form oder in Kommunikation mit anderen Spielern. Ein Optimum braucht er noch ein bisschen, aber ist bereit. War er den Chancen? Ja, okay. Eine Frage mit Trainer. Mit Markus Hankovic gibt es eine neue Nummer 10. Kann man irgendwie der Bedeutung zumessen, dass er die Nummer 10 übernommen hat? Ich finde, das ist ein richtiger Tipp für Nummer 10. Wir wissen genau, was muss ein Nummer 10 kennen. Was zeichnet dann Markus Stankovic aus, dass er die Nummer 10? Das weißt du, das weißt, warum fragst du, das weißt du genau wie ich. Und die Zuschauer wissen auch, alle wissen, was bedeutet Nummer 10. Es ist nicht so einfach, Nummer 10 haben. Aber er schafft das. Weitere Fragen, beziehungsweise Abschlussfrage? Wenn es keine mehr gibt, dann Dankeschön fürs Kommen. Alles Gute für den Bundesliga-Start. Danke.